Lassen Sie. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Da steht alles da drin. Eine Bittstellerin? Ein etwas ungewöhnlicher Weg. Aber endlich einmal eine hübsche. Hängt von der Erfüllung dieser Bitte Ihr Lebensglück ab? Mein Leben nicht, aber mein Glück enorm. Wie steht es mit Ihrem Charakter? Gutherzig, folgsam, wahrheitsliebend? Ist sie ein dankbares Geschöpf? Kolossal dankbar. Schön. Dann ist Ihr Wunsch im Voraus erfüllt. Majestät, wirklich, ich werde... Und du hast das noch unterstützt, dass sie sich an Napoleon gewandt hat. Wenn sie doch so gern fährt. Die Kleine ist bestimmt ein braves Bürgermädel, möchte heiraten und bittet um eine Aussteuer. Jawohl, Majestät. Sie ist eine Schauspielerin, will Theater spielen und zwar morgen in der Festvorstellung. So. Na, ich war immerhin nahe daran. Meine Truppen weilen, doch konnte ich meine Ungeduld nicht zügeln. Noch in der Nacht zu ihr zu eilen, getragen von der Liebe Flügeln, geschah es wieder meine Pflicht. Man stellt mich vor ein Kriegsgericht, trotz meiner Heldentaten sicherlich, lässt das Geheimnis sich nicht wahren. Kein Mensch darf je davon erfahren, als du und ich. Du liebster Mann! Hat mein gedacht und drängt von wilden Feindesscharen im schrecklichen Gewühl der Schlacht. Mit Stolz und Staunen blick ich auf zu dir, vor dem die rauen Krieger beben. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das die kleine Gemüseverkäuferin. Treu trägst du Trauter mich im Sinne, doch mehr noch fordert meine Minne. Wie laben mich an deinen Blicken, mit heißen Küssen dich ersticken. Ich weiß, man lacht mich aus, man ist empört, weil ich für mich will ihn, des starke Hand aus schwerer Not befreit, das Vaterland. Für eine Gemüseverkäuferin spielt sie ausgezeichnet. Nur eine Freude kenne ich, die Pflicht, als Gattin dir zu dienen, treu und schlicht. Wie sehn ich mich nach diesem Glück. Kaum warst du mein, bist du zum Heer gegangen, bei Tag und Nacht, lebt dich in Angst und Bangen. Kaum bist du wieder da, bist du zurück. Ja, schilt mich nur. Das Lorbeerreis, mit dem sie ihm die Siegerstirn umwinden. Ich gebe es leichten Mutes preis. Bezaubernd. Die große Welt, sie kann so viele lieben. In meinem Herzen ist für dich nur Raum. In meinem Herzen bist nur du geblieben. Dein Bild verfolgt mich nachts in meinem Traum. Mit weichen Armen will ich dich umfassen. Dich nimmer von mir lassen. Ich weiß, ich bin ein ungenügsam Weib. Will nicht die Seele nur, will auch den Leib. Verlassen Sie sich immer auf mich. Wie tun Sie so verliebt und zärtlich doch? Ganz wie zwei Turkeltäubchen noch. Wer jemals, sei es am Tag, sei es nachts im Bett, mein Mann, der Stiefel doch nur halb so nett. Ich muss der Nacht Bescheid wohl sagen, dass sie jetzt wieder ausschirrt ihren Wagen, die Rosse treiben lässt und ungesäumt die Himmelsbahn dem Sonnengott räumt. Was? So willst du dich drücken, Feigerwicht? Nach meinem Kopfe geht's doch nicht. Wohin der Herr geht, muss der Diener gehen. Daran wirst du nichts ändern können. Nein, das ist richtig.
Um 9 Uhr zur Parade in Schimmel. Um 10? Was war denn noch um 10? Empfang des Königs von Württemberg. Ah, richtig. Dann sagen wir ab. Gleich nach der Parade verlassen wir Erfurt. Gute Nacht. Ein Augenblick. Ist im Tagesrapport der Polizeipräfektur eine interessante Meldung? Jawohl, Majestät. Stehen Sie doch auf, Sie machen mich ganz nervös. Setzen Sie sich dahin, trinken Sie ein Glas Champagner. Also, was gibt's? Im Gedränge der Parade haben zwei Frauen entbunden. Der Ort ist gleichgültig. Sind die Kinder am Leben? Jawohl, Majestät, es sind zwei Knaben. Umso besser, werden noch Soldaten brauchen. So trinken Sie doch. Gute Nacht. Halt, noch etwas. Es ist möglich, dass noch ein Kurier aus Spanien kommt, wenn er mir gute Nachrichten bringt. Nicht wecken. Handelt es sich jedoch um schlechte. Dann sofort. Ich kann nichts dafür. Ich wollte ja nicht trinken. Essen Sie, dann vergeht das. Vielleicht Schnecken oder Austern. Nein, danke. Ich habe gar keinen Hunger. Warum lügen Sie denn? Ich hasse nicht so sehr wie eine Lüge. Setzen Sie sich. Wenn wir Freunde werden wollen, müssen Sie immer bei der Wahrheit bleiben. Ich lüge nie. Ich sage nur ab und zu so eine kleine... Sagen Sie auch nicht ab und zu so eine kleine, sondern sagen Sie mal das, was Sie denken. Bitte. Ich habe nichts gesagt. Na, dann holen Sie es nach. Erzählen Sie mir etwas von sich. Ich? Was soll ich denn erzählen? Was Sie wollen. Spielen Sie schon lange Theater? So richtig erst seit heute. Bravo. Ich sehe, Sie bleiben bei der Wahrheit. Haben Sie einen Geliebten? Herr, was erlauben? Aber Majestät, was denken Sie von mir? So, na? Bitte, ich bleibe bei der Wahrheit. Also, Sie sind... Was machen Sie sonst immer? Ich? Gott, ich lebe sehr bescheiden, träume manchmal von der Zukunft, beneide... Majestät, wo haben Sie denn die Würstchen her? Von hier. Darf ich? Natürlich. Auch mit der Hand? Wenn es der Kaiser tut. Eben. Die deutschen Frauen sind die besten Frauen der Welt. Sanft, gutherzig, naiv. Und frisch wie die Rosen. Aber wollen wir Majestät nicht jetzt etwas von sich erzählen? Ich? Wie lange sind Sie schon Feldherr? Seit meiner Geburt. Und haben Sie eine Geliebte? Ich habe eine Geliebte. Frankreich. Mit der schlaf und wache ich. Die lässt mich nie im Stich. Und ist Ihre Frau, ich meine Ihre Majestät, auf diese Geliebte nicht eifersüchtig? Oh doch. Manchmal sogar sehr. Allerdings noch eifersüchtiger wäre sie auf eine Geliebte, die so aussieht wie du. Und was machen Sie sonst, liebe Majestät? Ich lege mich um 10 Uhr abends schlafen, stehe um 4 Uhr morgens wieder auf. Ich esse nur einmal täglich, abends nasche ich nur, so wie jetzt. Aber sagen Sie zum Teufel, glauben Sie, ich habe Sie eingeladen, um mit Ihnen heitere Konversation zu machen? Das weiß ich nicht, Majestät. Ich war nämlich noch nie bei einem Kaiser eingeladen. Weshalb sind Sie eigentlich gekommen? Weil ich Sie herbefohlen habe? Nein. Weshalb denn? Oder haben Sie vielleicht schon wieder eine Bittschrift in Ihrem Retikül? Was denn das? Wer hat es gewagt, diesen Friedenskongress derart lächerlich zu machen? Dieser Kerl gehört zur Wache. Nein! Was ist denn? Warum zittern Sie denn? Warum sind Sie denn plötzlich so aufgeregt? Weil ich den Mann, der das gezeichnet hat, kenne. Weil ich ihn... Liebe. So, so. Deshalb sind Sie also hergekommen. Wahrscheinlich ist er bereits verhaftet. Na schön. Dann spielen Sie mir schon vor, was Sie sich ausgedacht haben. Fallen Sie in die Knie! Weinen Sie! Flehen Sie endlich um Gnade! Und spielen Sie doch schon! Aber hoffentlich spielen Sie diese Szene besser, als Sie heute im Theater gespielt haben. Ich spiele Ihnen nichts vor, Majestät. Die Sache ist mir viel zu ernst. Jawohl,
Ich bin zu Ihnen gekommen, weil man diesen Menschen nach Paris schleppen will, um ihn abzuurteilen, wegen Hochverrats. Nur weil er seinen Feind bekämpft hat. Und dass Sie sein Feind sind, Majestät, darf Sie nicht wundern. Es ist eben dasselbe, was Sie einmal waren. Revolutionär. Und deshalb will man ihn vielleicht jetzt aufhängen oder erschießen? Was würden Sie heute machen, Majestät, wenn man Sie damals aufgehängt oder erschossen hätte? Und was würden Sie machen, wenn sich die Italiener oder Österreicher in Frankreich so breit machen würden, wie es die Franzosen bei uns in Deutschland tun? Sie hätten sicher nur einen Gedanken, wie Sie sie wieder aus Frankreich hinausfeuern können. Und er hat auch nur einen Gedanken, wie er Sie wieder aus Deutschland hinausfeuern kann. Weil er eben auch ein Herz in der Brust hat. Und weil er eben sein Vaterland genauso liebt, wie Sie das Ihre. So, jetzt ist mir leichter. Jetzt trinke ich auch ein Glas Champagner. Und ich habe Ihnen noch befohlen, die Wahrheit zu sagen. Das wäre gar nicht notwendig gewesen, Majestät. Wenn ich einen Zorn habe, sage ich schon von selber die Wahrheit. Und wie heißt dieser unverschämte, vaterlandsliebende Revolutionär? Heinz Heckmann. So, jetzt holen Sie ihn aus dem Gefängnis und sagen Sie ihm, dass er sich in Zukunft in Acht nimmt. Denn oft kommt man nicht dazu, mir die Wahrheit zu sagen. Majestät, jetzt knie ich sogar nieder. Jetzt hat es keinen Sinn mehr. Oder haben Sie vielleicht noch einen Wunsch? Ja. Sie sind wirklich ein ungenügsamer Weib. Also, was noch? Ich möchte Majestät nur bitten, seine Freiheit zu veranlassen, ohne dass er weiß, dass ich damit zu tun habe. Er braucht nämlich nicht zu wissen, dass ich für ihn gebeten habe. Ja, ja. Verstehe. Wieso verstehen wir das denn? Ja, das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Sie meinen, er würde nicht glauben, dass wir eine ganze Nacht nur geplaudert haben, sondern würde denken, dass wir... Verstehe. Na also. Haben Sie sonst noch? Nein, es wird nichts mehr erfüllt. Ich habe auch wirklich keine Zeit mehr. Ich weiß, Majestät müssen nach Spanien Krieg führen. Viel Glück, Majestät. Was? Eine Deutsche wünscht mir Glück? In Spanien. Das kommt sofort zur Polizeipräfektur. Ich habe dem Mann das, was er getan hat, verziehen. Nur den Bauch kann ich ihm nicht verzeihen. Der ist eine Unverschämtheit. Oh, bitte behalten Sie es, Majestät. Zum Andenken. Ich habe noch mehr davon. So? Na. Adieu.